Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Das ist einfach ein Grundirrtum, der in der Bevölkerung vorhanden ist. 1998, 1. Januar, Dagmar Berghoff verkündete, dass die Grunderwerbsteuer um 1% erhöht wurde. Ne, um 1,5% erhöht wurde. Von 2 auf 3,5%. Frage an Sie, ist das korrekt oder ist das Volksverdummung? Ach, das bin ich wieder aggressiv von produzieren. Das ist Volksverdummung, um die Antwort zu liefern. 2 auf 3,5. So, das ist eine Erhöhung um 1,5% oder da stehen die schon, Punkte. So, was meinen Sie wohl, was los gewesen wäre, wenn Dagmar Berghoff gesagt hätte, dass die Grunderwerbsteuer um 75% erhöht wurde? Dann wäre aber Alarm gewesen. Ja? Ja. Also, um es in Zahlen zu machen, 100.000 war die Grunderwerbsteuer 2.000 Euro. Danach 100.000 Kaufpreis 3.500 Euro. So, jetzt wird das, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Ja? 100% Steigerung wäre gewesen von 2.000 auf 4.000. Von 2.000 auf 3.000 wären 50% gewesen. 1% Punkt. Sie sehen, da kann man herrlich mit manipulieren. Das Schönste ist, jetzt muss ich mal wieder, aber ich habe ja mal in der Bank gearbeitet, deswegen darf ich das, wenn ihr eine Bank vorheult, dass sie nur noch eine Zinsmarge von 1% hat. Also das wäre, wenn sie das Geld für 1% einkauft und für 2% verkauft, dann ist das aus Sicht der Bank eine Zinsmarge von 1%. Nein, das sind 100%. Ja, sie kaufen das Geld, das ist genau das gleiche mit der Grunderwerbsteuer. Sie kaufen das Geld ein, sagen wir, bei 100.000 Euro, kaufen sie es für 1% ein, für 1.000 Euro. Und behaupten jetzt, sie hätten eine Zinsmarge von 1%. Also mit anderen Worten, sie meinen aber, dass sie es für 2.000 verkaufen. Das ist eine Marge von 100% und nicht von 1%. Ja? Ja, sie staunen, sie sind stumm. Ja, das ist wirklich fies. Weil jetzt könnte man ja sagen, ja, die wüssten das nicht besser. Ha, ha, ha. Brauchen wir ein bisschen Luft? In diesem Video geht es um... Sehen Sie sich das heutige Video an. Plupp. Ich habe heute zum ersten Mal live ein Seminar bei dem Herrn Schütt mitgemacht. Herr Schütt hat genau das quasi so gebracht und gezeigt, was ich von seinen vielen Videos auf YouTube schon kannte.